Wir treffen jetzt gleich auf Felix. Moin Felix. Moin Matze. Erzähl mal ein bisschen, GP Joule. Ja, seit 2020 bin ich im Wasserstoffteam und jetzt seit 2 Monaten im Projektmanagement fürs Projekt eFarm zuständig. Und wie bringt ihr dem Bürger Wasserstoff nahe? Über Wasserstoffbusse und einen davon schauen wir uns jetzt mal an. Alles klar, lass mal hingehen. Ja, Felix, toller Bus. Erzähl mal was darüber. Genau, dieser Bus ist von Caetano, ausgelegt für bis zu 80 Personen. Wir sehen hier die Unterschiede auf dem Dach tatsächlich, im Gegensatz zu einem konventionellen Bus. Hinten haben wir die Brennstoffzelle, die Klimaanlage, die Wasserstofftanks sind hier über uns und vorne sind die Batterien des Busses verbaut. Und wo in Nordfriesland fährt dieser Bus jetzt genau? Der fährt derzeit zwischen Husum und Niebel, also im gesamten Kreis Nordfriesland, wird da variabel auf verschiedenen Linien eingesetzt. Das bedeutet für Schulen auch, nicht nur für die normalen Bürger, sondern auch für die Kinder und die Kindergartenkinder, richtig? Ganz genau, derzeit wird er morgens im Schulverkehr eingesetzt und abends dann auf der ganz normalen Linie. Okay, und ich kann mich erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, es hat immer so gestunken im Sommer mit den Bussen und Abgasen, das haben wir hier nicht, oder? Ganz genau, hier haben wir natürlich hinten nur Wasser, das rauskommt, dadurch keine Abgase. Außerdem ist die Fahrt sehr viel leiser, da wir natürlich einen Elektromotor haben und dadurch keine ruckelnden, lauten Bewegungen und die Kinder sich auch besser unterhalten können im Bus. Und hier, der Bus ist dann der letzte Teil der Wertschöpfungskette eines Wasserstoffprozesses. Also wir haben die Erzeugung des Wasserstoffs am Elektrolyseur. Dann wird er ja zur Tankstelle gebracht, hier vertankt in den Bus und im Bus dann tatsächlich umgewandelt zu Strom und zu Mobilität, dann genutzt im Busverkehr. Kreislauf geschlossen, alles gut. Danke dir.